verwundert natürlich nicht, dass jetzt beim Beginn des Bundeswahlkampfes auch unsere AfD wieder mal in Münster versucht, Fuß zu fassen. Es ist wichtig, so früh wie möglich ein Zeichen dagegen zu setzen, dass wir hier in Münster tatsächlich so eine Partei wie die AfD nicht wollen. Dass wir eine Partei, die versucht, über menschenverachtende Thematiken, Ausländerfeindlichkeit, Politik gegen Flüchtlinge, Politik gegen die Schwächsten der Schwachen zu machen, das dürfen wir nicht zulassen. Es ist nicht von ungefähr, dass in Münster die AfD, die bis jetzt in ganz Nordrhein-Westfalen die wenigsten Punkte erringen konnte quasi im Wahlkampf. Und sie versuchen es hier weiterhin, sie versuchen es, weil wir hier natürlich ein paar Nasen in der AfD haben, die mit allen Mitteln verbissen versuchen, entweder in den Landtag zu kommen oder in den Bundestag. Es ist wichtig für die zivilgesellschaftlichen Gruppen, für die Migrantenvereine, für die Menschen, die sich engagieren, hier dem Ganzen Parole zu bieten, hier Widerstand zu lassen, tatsächlich mit allen, und ich betone es, mit allen demokratischen Mitteln, diese AfD daran zu hindern, hier Propaganda zu machen, um auf diese billige Art und Weise, rassistische Art und Weise Stimmen zu gewinnen. Wir müssen weiterhin wach bleiben. Wir dürfen uns nicht auf die Lorbeeren ausruhen. Es sind tolle Sachen passiert. Wir wissen alle, die knapp 10.000 Menschen damals beim letzten Aufruf. Es ist wichtig, dran zu bleiben. Es ist wichtig, nicht sich zurückzulehnen und sagen, ah, wir sind so toll in Münster, wir haben es mal wieder geschafft. Wir müssen wach bleiben, wir müssen dranbleiben, wir müssen immer wieder den Fokus darauf richten, dass hier in Münster und natürlich auch darüber hinaus solche Parteien, tatsächlich rassistische Parteien, Parteien, die wirklich mehr als nur rechtspopulistisch sind, dass sie da nicht Boden gut machen. Wir können was machen. Es ist natürlich, gibt es die freie Meinungsäußerung und die respektieren wir natürlich auch. Und natürlich ist das im Rahmen der Verfassung eine zugelassene Partei. Leider ist es so. Aber wir wissen natürlich auch, dass es inhaltlich eine Partei ist, die tatsächlich auf den Rücken von Ausländern, von Migranten, von geflüchteten Menschen versucht, Politik zu machen. Auf diese sehr, sehr inhumane Weise. Und das muss immer ein Augenmerk sein für uns, da Öffentlichkeit zu machen. Tatsächlich alle zivilgesellschaftlichen Gruppen zu sensibilisieren, immer wach zu sein und ein Auge darauf zu werfen, was denn diese AfD in Münster und auch überall in Deutschland macht. Wir müssen dabei sein, wir müssen das wirklich. Ich denke, das ist die Pflicht eines jeden Demokraten, tatsächlichen Demokraten. Es ist nicht nur eine Frage von links oder eine Frage von Gruppen, die sich immer wieder engagieren. Es ist eine Frage des allgemeinen gesellschaftlichen Wachseins, dass so etwas sich nicht wiederholt, dass so etwas sich nicht einschleicht. Das ist das Gefährliche, weil es kann sein, man sagt irgendwann, Mensch, okay, so eine Gruppe gehört irgendwie auch dazu, die ist ja zugelassen, und auf einmal ist so eine Gruppe im Bundestag vertreten mit 10%, ist in allen Landtagen vertreten, und es ist schwer, so etwas wieder loszuwerden. Und die Gefahr sehe ich dabei auch, dass sich Themen wie Rassismus, wie Ausländerfeindlichkeit, wie Feindlichkeit gegenüber geflüchteten Menschen sich verstetigen und dann darüber hinaus nochmal in andere sogenannte konservative Schichten der Bevölkerung sich Platz ergattern. Deshalb, wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, die AfD ist wieder da, die AfD versucht hier in Münster wieder Fuß zu fassen, und wir sind aber auch da und wir möchten der AfD die Grenzen aufzeigen. Wir möchten der AfD aufzeigen, dass diese Politik, die sie verfolgt, falsch ist.
Und weil es so ist, weil wir als Gesellschaft, weil Zivilgesellschaft die Augen nicht schließen dürfen, daher rufe ich euch auch auf, so viele wie möglich am 8. August um 18 Uhr vor der Halle in Hiltrup, so viele wie möglich, so viele Mitschreiter und Mitschreiterinnen wie möglich zu kommen, um tatsächlich diesen Protest gegenüber einer unmenschlichen Partei kundzutun. Denen immer wieder zu zeigen, da, wo ihr seid, da sind wir auch. Und wir zeigen euch, wie unmenschlich euer Vorgehen ist, wie undemokratisch ihr seid und wie inhuman das ist, was ihr predigt. Daher bitte ich euch alle, dahin zu kommen. Dankeschön.